أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bei den Windstößen, die einander folgen, und bei den Stürmen, die durcheinander wirbeln, und bei den Engeln, die stets die Wolken verbreiten und zwischen Gut und Böse unterscheiden und die Ermahnung überall hinabtragen, um zu entschuldigen oder zu warnen. Wahrlich, was euch verheißen wird, wird bestimmt in Erfüllung gehen. Dann, wenn die Sterne verlöschen und der Himmel sich öffnet und wenn die Berge hinweggeblasen sind und die Gesandten zu ihrer vorbestimmten Zeit gebracht werden. Für welchen Tag sind diese Geschehnisse aufgeschoben worden? Für den Tag der Entscheidung. Und wie kannst du wissen, was der Tag der Entscheidung ist? Wehe an jenem Tag den Leugnern. Haben wir nicht die früheren vernichtet, als dann ihnen die späteren folgen lassen? So verfahren wir mit den Schuldigen. Wehe an jenem Tag den Leugnern! Schufen wir euch nicht aus einer verächtlichen Flüssigkeit, die wir dann an eine geschützte Bleibe brachten für eine bestimmte Fügung? So setzten wir das Maß fest, wie trefflich ist unsere Bemessung. Wehe an jedem Tag den Leugnern! Haben wir die Erde nicht zu eurer Aufnahme gemacht, für die Lebenden und die Toten, und auf sie hohe Berge gesetzt und euch wohlschmeckendes Wasser zu trinken gegeben? Wehe an jenem Tag den Leugnern! Geht nun hin zu dem, was ihr verleugnet habt. Geht hin zu einem Schatten, der drei Verzweigungen hat, der weder Schatten spendet noch vor der Flamme schützt. Siehe, sie, die Hölle, wirft Funken so hoch wie ein Palast, als wären sie Kamele von hellgelber Farbe. Wehe an jenem Tag den Leugnern! Das ist ein Tag, an dem ihnen die Sprache versagt. Es wird ihnen nicht erlaubt sein, Entschuldigungen vorzubringen. Wehe an jenem Tag den Leugnern! Dies ist der Tag der Entscheidung. Wir haben euch und die Früheren versammelt. Habt ihr nun eine List? So setzt eure List gegen mich ein. Wehe an jenem Tag den Leugnern! Die Gottesfürchtigen werden inmitten von Schatten und Quellen sein und Früchten, welche sie sich wünschen. Esst und trinkt in Gesundheit um dessen Willen, was ihr getan habt. Wahrlich, so belohnen wir diejenigen, die Gutes tun. Wehe an jenem Tag den Leugnern! Esst und ergötzt euch eine kleine Weile, gewiss, ihr seid die Sünder. Wehe an jenem Tag den Leugnern, und wenn zu ihnen gesprochen wird, beugt euch, beugen sie sich nicht. Wehe an jenem Tag den Leugnern! An welches Wort nach diesem wollen sie denn glauben?